Leise. Wo geht denn jetzt lang? Nee, das sind zwei Wachmänner. Fuck. Wenn ich hier an das Rohr gehe, werden sie natürlich dieses Licht hier entdecken. Wenn ich auf das Licht schieße, werden sie den Knall hören und mich auch entdecken. Die Sache mit dem Lebensmittelladen ist schlimm, das absolute Chaos. Okay, meine Rechnung ist fehlerhaft wie meine Matheaufgabe, wie meine Mathe-Schulaufgabe. Nicht nur du. Wer war es? Niemand hat sich dazu bekannt, aber man muss nicht viel spekulieren, um es zu wissen. Wird es Repressalien geben? Ich nehme an, die üblichen. Noch ein Terrorangriff und die Stadt explodiert. Das sagen wir nun schon so lange. Ach nicht, gehen sie nach drüber und sich die Leichen wieder. Sehr ungeil. Nur, dass die Liste der Toten immer länger wird. Ja, bewegen wir uns. Das macht keinen Sinn. Scheiße, hab ich den jetzt? Nee, okay, er steht nur noch. Da ist ein... Oh nein. Du wirst... Nicht nur du. Wer war es? Niemand hat sich dazu bekannt. Okay. Aber man muss nicht viel spekulieren, um es zu wissen. Wird es Repressalien geben? Ja, okay. Ich nehme an. So, probier's einfach mal nochmal. Ein Terrorangriff und die Stadt explodiert. Ich hab bloß Schiss, dass nach hinten gehen und dann die Leiche da von der Frau da finden. Die wir niedergeschlagen haben. Ich schaue es nicht mal hier drin. Wenn er jetzt aufwacht, raste ich aus. Schlaf, Kindlein, schlaf. Kommen Sie mit erhobenen Händen raus! Wen meinst du? Hey du! Du stinkst voll nach Troll! Hä? Fuck. Fuck. Sam kann fliegen! Yay! Okay. Hä? Hier ist nichts. Moment, den schaue ich mir mal genauer an. Hä? Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu was? Sein. Wie? Was? Sie wurden entdeckt. Ja, ist klar. Ich war hier in dem Haus drin. Unmöglich. Oh nee, ich habe mich hoffentlich jetzt nicht versaved. Ich hatte wohl alles wieder richtig. Fischer, du... Runter! Hier ist nichts. Scheiße, ich habe mich versaved. Fischer, du wirst dafür bezahlt, unsichtbar zu sein. Okay, kommen wir von vorn. Ich hoffe nur, der letzte Save liegt nicht allzu weit zurück. Ich muss mir normal saven. Ich mach das Offscreen wieder bis zu dem Punkt. Bis gleich. Okay, ich bin jetzt wieder an der Stelle. Hier liegt ein Schrottenläubchen und schmusen ein bisschen. Hier ist der Typ da, der sich versteckt. Und ja, jetzt sind wir hier wieder an dieser Stelle. Ich habe alles wieder neu gemacht. Ich habe auch ein paar normale Saves gemacht und hier ist wie der Lady. Tut ja auch nichts, solange du ruhig bist. So. Du kommst mal mit, ja? Ich muss dich hier mal ein bisschen verstecken. Ich tue dir echt nichts. So, da ich wieder befürchte, dass die Leiche gefunden wird, beziehungsweise der Körper, whatever, verstecke ich sie lieber, um sicher zu gehen. Tja, was kann ich euch jetzt denn jetzt sagen? Jerusalem. Die Stadt momentan im Dunkeln zumindest. Ja, aber wenn wir diesen KD versteckt haben, kann es gut kann's auch von mir aus weitergehen. So, hier in dieser dunklen Gasse ist es auch jetzt dunkel genug. Hier leg dich mal mit zu den zwei Männern hier schlafen. Könnte ich geehrt. So. Die liegen aufeinander. Lustig. Ich glaube, ich sollte mit der ST20K erstmal so ausrüsten. So, genau. Hier ein kleiner Quick-Save zwischendurch. Kann ja nicht schaden, außer man versaved sich, wie ich vorhin, aber naja. Dieses Licht ist extrem nervig und wird deswegen ausgeschaltet. Das haben die zwar bemerkt, oder? Nee, die gehen einfach weiter. Ey, was seid ihr für Polizisten? Ihr müsst schon merken, falls Licht ausgeht. Naja. Wahrscheinlich haben sie Alkohol gesoffen oder sowas, dass sie sowas nicht merken. Nein, nicht nach unten, nicht dahin. So, hier da. Nein, so. Genau, ich habe irgendwie ein bisschen Schaden bekommen.
als wir diesen Typen da befreit haben. Gerettet haben, meine ich. Oh, und jetzt bin ich ganz tot. Ich glaube, ich habe auch genug fürs Erste aufgenommen. Ich mache hier eine Aufnahmepause und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Hallöchen, und es geht weiter. Ich habe eine Pause gemacht, in eine Woche lange Pause habe ich gemacht. Und jetzt habe ich wieder genug Stoff genommen, um diesen Part weiterzumachen. Crap. So, ich bin wieder hier, war ein kleiner Programmhänger. Willkommen in Arabia. So, hat überhaupt kein Damage bekommen, das Sam. Ich glaube, hier kann ich speichern. So, was sind wir denn jetzt hier? Ein Fernsehladen. Oh nee, an diese Stelle kann ich mich erinnern, ey. Da habe ich ja sowas von keine Lust drauf, ey. Na los, klette da hoch. Klette da hoch. So. Ist das eine Kirche oder was? Tatsache. So, unten bleiben, unten bleiben, unten bleiben. Unten bleiben, leck, 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 unten bleiben. Da sind gleich zwei. Oh mein Gott. Ich glaube, es muss ich von Dach zu Dach springen. Wie Batman oder Spider-Man oder whatever. Hier ist ein Seil. Da kann ich mich vielleicht drüber hängen. Ja, ich glaube, das könnte klappen. Okay. Soweit, so gut. Boah, jetzt fängst du wieder zum Lecken an, ey. Das ist ja sowas von Scheiße, Mann. Ey, leck mich doch am Arsch. Was soll die Scheiße hier? Ich habe gemerkt, der letzte Part war übrigens ein bisschen leise. Deswegen rede ich jetzt ein bisschen lauter wieder. 2 FPS. Haben wir irgendwas zum Lesen da? Lesestündchen vielleicht? Nein, das ist die falsche Taste. 5 FPS. Das ist ausgerechnet in einem LP passiert. Naja. Okay, Notizen. No, nein, Daten. Jetzt geh auf Daten, du verdammtes Spiel. Okay, so sieht die Dateitel aus, die Note, die wir treffen müssen. Zurück. So. Was ist das? 21 OE. Ah ja, das ist eine Karte von dem ganzen Komplex. Naja, Komplex ist es nicht. Von Jerusalem, sag ich mal. Diese Pfeile, glaube ich, sind wir. Kann das sein? Keine Ahnung. Okay, zurück. Was ist das denn? Betreff. Ergänzt die Datei über Daljatal. Upload. 5.4.2006. 1 Uhr und 2 Minuten und 13 Sekunden. Quelle. Grimms.hier. Vollständiger Name. Dalia Suleiman Teil. Alias Manal... Was? Manal Dahel. Geboren. 11.8.68. Größe 1,75 Meter. Gewicht 63 Kilogramm. Haar schwarz. Augenbrauen. Nationalität israelisch. Operationsgebiet Israel. West Bank, Libanon. Hochgradig mobil. Verbindungen Shin Bet, israelische Geheimpolizei. Sehnsucht nach dem Tod. Syrische Terrorzelle. Relevante Dateien. Ich glaube, die müssen wir nicht vorlesen, oder müssen wir? Na, jetzt läuft das Spiel wieder flüssig. Weiter geht's. Ist das Licht? Kann ich es nicht irgendwie ausknipsen? Ah, oh, dieses Licht ist ja ekelhaft, ey. Okay. Wie mache ich das denn jetzt? Ich muss das Licht irgendwie ausschalten. Kommen Sie mit der Gruppe hinten raus. Nein, tue ich nicht. Scheiße! Ah, leck mich doch am Arsch hier, ist ja ekelhaft, so wart, ey, ich sollte mal damit aufhören, das ist Copyright geschützt. Niemand! Lalalalalala.
Lalalalalala, ihr findet mich nie und mein Mikrofon steht scheiße. Moment. So, mein Mikrofon müsste jetzt wieder besser stehen. So, mein Mikrofon müsste jetzt wieder besser stehen. Besser stehen, das Mikrofon, das steht jetzt besser. Vielleicht wart ihr nicht. Nein, das ist nur eure Fantasie. So, jetzt mach ich ja noch Batman. Oh! Okay, jetzt klebt sich von hier aus das Licht aus. Hoffentlich klappt's. Aha, sehr schön. So sieht doch alles schon viel schöner aus. Schön dunkel. So mag es der Sam. So, hier, geh da hoch. Sam, du gehst jetzt auch, ja? Sam. So. Okay. Jetzt müssen wir da locker rüberkommen. Den jetzt... Moment, Mikrofon, check ich, okay. Nee, jetzt haben wir das Licht ausgeschaltet. Also, ohne das Licht ist es doch viel leichter. So. Ich spiele das Spiel übrigens anders durch, als wie im ersten, beim ersten Durchspielen. Fällt mir irgendwie jetzt gerade so auf. Beim ersten Mal durchspielen habe ich dieses Ding nicht genutzt, das was wir gerade machen. Ah, jetzt geht doch da weg, Mensch. Geht da weg. Hey, hier spricht der Oberbefehlshaber von Shinbet. Verpisst euch! Geht weg. Los jetzt! Oh, ihr habt Nerven, ey, ich schwör's euch. Geht doch einfach weg. Ich glaube, das Licht kann ich ausschalten, ohne dass sie mich bemerken. Ich mache mal hier einen Quicksave. So. Das war euer Elektriker. Euer Licht ist beschissen. Euer Elektriker hat euch um das Licht beschissen. Theoretisch könnte ich ihn jetzt so von oben ausschalten. Aber dann liegt eine Leiche da und der andere, wenn er dann Beifahrtproblem vielleicht findet, dann ist es sehr ungeil. Ja, es läuft dahin, weil er was gehört hat. Ist klar, ist klar, ist klar. Er hatte nichts Besseres zu tun. Was ist denn das da? Ist es... wenn es Benzin wäre, hätte ich es jetzt... Nee, Quatsch, wir dürfen ja keinen töten. Schade eigentlich. Vielleicht ist er doch noch irgendwo weiter. Oberhals. Ja, vielleicht auch nicht. So, jetzt. Okay. Kommt da jemand? Nein, gut. Fuck! Geht weg! Nein! Nein! Ich will jetzt auch nicht speichern. Oh Gott. Oh Gott, leck. So, jetzt hat sich hoffentlich wieder beruhigt. Nein, 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 nein. Puh. Das war ja... Das war alles geplant. Das war... Das war scheiße knapp. Scheiße. Boah. Das nennt doch Stealth Action vom Feinsten. Das hatten wir im ersten Splinter Cell Let's Play nicht so. Okay, hier ist ein Wachmann und sonst nichts. Mann, kannst du nicht woanders hinlaufen? Du nervst. Geh weg. Nein, er geht genau zu mir. Er geht genau zu mir. Ah, doch nicht. Wow. Dieses Licht muss weg. Ach, da sind gleich mehrere Lichter. Ach, wie schön. Vielleicht kann ich den mit dem Pfeifen... Mensch, ich kann so nicht arbeiten, wenn die Leute überall rumlaufen. Halt die Klappe. Puh. Bin überrascht, dass es geklappt hat. Jetzt hoffe ich, dass sein Kollege uns nicht bemerkt hat. Nein, da kommt gleich sein anderer Kollege. Oh Gott. So. Ah, nein. Nein, 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 nein. Oh, ich dachte schon. Hä? Okay, sein anderer Kollege ist auch weg. Holige Scheiße. Das Spiel geht mir voll auf die Nerven. Und zwar, das meine ich wörtlich. So, oh Mann, hier patrouilliert der. Ich habe aber eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Aber ob es klappt, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich mache hier mal wieder einen großen Save. 4-2. Oh, jetzt habe ich da eine Raute-Dingsbums gemacht. Na, Nummernzeichen. Naja. Ach komm schon, geh da weiter. Oh! Alter.
Ich bin der Gott des